Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, Leute, wir haben hier einen Charakterpunkt bekommen, den ich noch nicht verteilt habe. Warum eigentlich noch nicht? Ach ja, richtig, weil wir letzte Mal damit beschäftigt waren, hier überhaupt hochzukommen. Ich würde sagen, wir leveln trotzdem noch ein bisschen weiter unseren schnellen Angriff hier hoch. Und den werde ich vermutlich bald austauschen gegen, lass mich nicht schnell hier lügen, Techniken der Katzenschule. Das heißt, jeder Teil gibt nochmal 25% mehr Crit Damage und den Schaden bei schnellen Angriffen nochmal um 5% erhöht. Und da wir eigentlich so gut wie gar nicht mit schweren Angriffen kämpfen, denke ich mal, dass das Sinnvollste sein wird, was wir skillen können. Von daher verbessern wir mal unsere Blutentechnik, dass wir präzise Schläge haben, die dem Feind viel Schaden hinzufügen. Wuhu! Okay. Ich würde mal sagen, für uns geht's in die Höhle und das wiederum bedeutet tauchen. X halten, okay, genau, richtig, da war was. Oje, 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 ich glaube, das schaffen wir nicht. Okay, wartet. Wir haben doch einen Trank. Ja, ich weiß. Trinke. Den Schwertwall, dafür fehlen uns Kreuzdorn und Balissafrucht. Das heißt, wir sind am Arsch, Leute. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das schaffen. Wobei, vielleicht doch. Huiuiuiuiui, das war aber ganz schön knapp. Eine ganz schön knappe Kiste. Ratten, ein hinreißender Ort. Yay! Ah, da vorne geht's weiter. Na, ich bin ja mal gespannt, was das hier geben wird. So. Autsch! Also wir sollten uns definitiv eine Katze reinzwirbeln, weil sonst tappen wir im wahrsten Sinne des Wortes wirklich im Dunkeln. Das heißt, Katze, da, einmal verbrauchen. Aha, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Nun gut. Oje, oje, oje. Na, das kann ja was geben hier. So, jetzt springen und halte ich auch tatsächlich fest. Wunderbar. Dann gönnen wir uns nochmal eine verbesserte Schwalbe. Wuhu! War das nicht der Typ? Komisch. Okay, wartet Leute, wir meditieren mal eben. So ein Stündchen bis 12 Uhr, dann ist Mittag.
So, Mittagspause fertig. Dann können wir jetzt auch weiter. Okay, was haben wir da vorne? Wölfe. Ah, ich glaube mittlerweile... Ja gut, wir töten die Wölfe noch nicht komplett mit einem Schlag. Aber am Bluten-Effekt verrecken sie dann doch. So, jetzt müssen wir aber hier irgendwo runter, offensichtlich. So, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass das jetzt hier meine Überraschung am Ende sein wird. Ich hoffe mal nicht, dass ich mich damit vertan habe. Okay. Ja, das wäre natürlich jetzt kacke, wenn ich da nicht reinkäme wieder. Okay, es kann natürlich sein, dass ich jetzt diesen Eingang verkackt habe. Dass ich tatsächlich hier drunter noch was finden müsste, aber es nicht kann. Aus Gründen, weil ich einfach falsch abgebogen bin. Das heißt für mich im effektiven Sinne, dass wir zurück müssen zu der Stelle, wo wir runtergerutscht waren. Wo waren das? Also da vorne ist der Berg. Da ist auch ein Berg. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste jetzt mal eben kurz auf die Karte gucken, weil so groß ist die Insel ja eigentlich nicht. Also wir sind... Da sind wir runter. Das heißt, hier vorne irgendwo, ich glaube, da müsste dann der Eingang liegen. Wie gesagt, alles mit großen Fragezeichen kann ich im Moment überhaupt nicht einschätzen. Aber ich vermute es einfach mal. So, Delay. Zyklop. Soll mich aber nicht stören, bei meiner Suche den Weg des Kriegers zu beschreiten. Ja, ich glaube, da vorne sind wir runtergerutscht. Ja, da ist der Eingang. So, wir gönnen uns nochmal direkt zu Anfang. Die Schwalbe. So, da, ein bisschen nach oben schwimmen zwischendurch. Immer mal so in Abständen. Vor allem, warum ist da hinten Licht? Das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich meine, als wir da rausgekommen sind, war es ja stockdunkel. So, wir gönnen uns ein Tränklein. Jetzt kommen wir da aus dem Wasser raus, wunderbar. Und in der Zwischenzeit können wir ja dann schon mal eine Katze konsumieren. So, das ist die Katze, wunderbar. Dann sehen wir hier unten auch was. Okay, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht wieder falsch abbiegen. Sprich, hier oben muss noch was sein. Da hat doch gerade was geblinkt. Okay, wir müssen noch mal nach unten. Was ist der Beweis? Oh, da unten sind Truhen, na toll.
Ja, nee, also da ist noch eine Kiste, aber ich glaube, da schwimme ich jetzt nicht hin. Das ist mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen risky. Da möchte ich dann lieber einfach nur zu dem Mann zurückkehren. So, und am Ende wartet noch eine Überraschung, sprich das Banditenlager. Na toll, da ist der Mann natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe losgeworden, indem er uns die Banditen hat töten lassen. Und meine Stimme versagt langsam. Macht aber nichts. Und wir haben uns natürlich auf dem Weg des Kriegers bewiesen. So. 2 Minuten haben wir noch. Erreiche das Ende des Tunnels? Euer fucking Ernst? Nee, erreiche das Ende des Tunnels. Du kannst mich mal kreuzweise, mein lieber Freund. Ich renne jetzt zu dem einen Typen, erzähle dem, dass ich das vernünftig hinbekommen habe und dann ist gut die Sache. Ich glaube, es hackt. Ah, es ist hell, es ist so hell. Es brennt in meinen Augen. Warum ich jetzt nicht meditiere, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Weil ich gerade keine Lust auf Meditieren habe. So. Ist ja auch nur noch 1 Minute. So, hier haben wir gegen den Bären gekämpft. Da wollte uns wohl jemand einen Bären aufbinden. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh je. Ey du, alter Mann. Na du? Gibt's was Neues? Dieser Weg war kein leichter, doch ich habe es bis zum Ende geschafft. Hier ist der Beweis. Der erste Fremde, der die Prüfung besteht, das verdient unseren Respekt. So, so. Sorge dafür, dass sich deine Taten auf allen Inseln herumsprechen. Okay. Die beste Klinge ist es, wenn ein schwacher Arm sich schlägt. Richtig? Oh. Ja. Und da sieht man wieder, dass das alles live ist, weil ich nämlich jetzt schnell meinen Controller wechseln muss. Beziehungsweise eigentlich nur den Akku. Zum Glück habe ich immer einen in der Ladestation, damit ich ohne Verzug hier einfach weiterspielen kann. Wunderbar, wir wollten eben mal schauen. Das sieht mir nach einer Rüstung aus, die wir bekommen haben. Magdaira Kyras. Hat 2 weniger Rüstung als meine leichte Rüstung und das als schwere Rüstung. Vielleicht ein paar mehr Resistenzen, aber ganz ehrlich, weg damit. So, wir laufen zurück ins Dorf. Und ja, die Frage ist gerade, verkaufen wir was an den Schmied oder wie sieht's aus? Ich habe keine Ahnung, da sind Endragieren, na komm. So, sammel Wayne sein. Pack dein Schwert weg. Wunderbar, 13 Sekunden. Moment, da ist das Dorf, ne? Oh je, oh je, oh je, ich bin vollkommen verloren hier, weil ich hier halt eigentlich auf den Inseln so gut wie nie rumgelaufen bin. Auf der Hauptinsel sind wir doch durch das ein oder andere geritten und haben uns da umgeschaut. Aber hier auf den Inseln... Boah, ne? War jetzt noch nicht so viel. So, hier soll es aber auch noch etwas geben. Zum Beispiel euch. War da nicht irgendwie noch ein weiterer? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir wollten doch jetzt hier zu Ehren der Göttin. War das nicht hier? Ne, das ist nochmal 2000 Meter woanders. Ach komm schon, hier war doch irgendwas. Da kannst du mir doch nicht erzählen. Meister der Arena. Achso, das ist, um die Erlöse eines abzuholen. Windkarten vervollständigen. Mehr über das heruntergekommene Anwesen herausfinden. Ochsenfurt, bla 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 bla. Der vermisste Bruder. Ach nee. Oh ja.
Ich weiß, was wir machen. Ich weiß sowas von, was wir machen. Ich weiß sowas von, was wir machen. Das glaubt ihr gar nicht, was ich alles weiß. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das doch hier oben sein. Ist natürlich nichts in der Nähe. Sprich, auf zum Galgenhügel. Und den Rest müssen wir halt reiten. Ja, das kennen wir doch alles schon. Die wilde Jagd würde nur mit dass man das nicht abbrechen kann. Aber ich meine, wir hätten dann eh einen Ladebildschirm. Also von daher soll es mir auch recht sein, wenn der Typ da im Hintergrund quasselt und ich quassel und alle quasseln und er sie es quasselt und wir quasseln und sie quasseln. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. Den Usurpator zu besiegen. Weißt du, wen wir jetzt als erstes besiegen, das ist die Krabbspinne. Die wird sowas von aufs Maul kriegen von uns. Ne? Ich spreche mal von Gruppe Geralt. Wir sind ja schizophren, haben verschiedene Persönlichkeiten. Das weiß nun niemand. Also es gibt den einen, der nur zaubern möchte. Dann gibt es den anderen, der nur mit schnellen Angriffen kämpfen möchte. Und dann gibt es noch den dritten, der nur mit starken Angriffen kämpfen möchte. Und den vierten, der gerne ausweicht und so weiter und so fort. Und die ringen halt eigentlich in Geralds Unterbewusstsein um die Oberhand. Das weiß nur niemand, weil niemand so viel Witcher spielt wie ich. Also vermutlich gibt es doch einige Leute, die so viel Witcher gespielt haben, beziehungsweise... Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin somit einer der Einzigen, der wirklich konsequent... Ich weiß nicht. Gibt's irgendwelche Leute, die schon bei 205 Folgen Witcher 3 sind auf YouTube? Oder bin ich da mittlerweile der Einzige? Ja, ich soll die Krabbenspinne töten, aber ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Wobei, der war ein bisschen nordöstlich, wenn ich mich nicht täusche. Richtung Fluss nach Novigrad. Meine ich in Erinnerung zu haben. Wir sind nämlich damals durch den komischen Einstieg am Fluss rein. Genau, hier war der komische... Der seinen Vetter verloren hat, den wir dann hinterher überzeugt haben, dass er uns trotzdem einen Passierschein gibt, obwohl wir ihn gar nicht gebraucht hätten und so weiter und so fort. Den sollten entweder vor Ghulen beschützen müssen oder sowas in der Art. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gute Frage, nächste Frage. Wohin gehe ich eigentlich gerade? Achso, ich mache hier natürlich... Feuer. 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 Ah, nice. Kann ich das aufnehmen, ohne mich zu überlasten? Natürlich nicht. Oh, ein Saphir. Nice. Den nehme ich natürlich mit. Gut, Inventar. Schauen wir mal, was wir rausschmeißen können. Ich glaube nämlich, dass diese Stiefel hier trotz mittlerer Rüstung schlechter sind als unsere. Also fliegen die raus. Das ist schon mal das Erste. So, und jetzt, wir müssen uns auch übrigens um Monsterhaar kümmern. Und uns mal wieder unseren Quen geben. So, ja, wie gesagt, Monsterhaar wird noch wichtig, damit wir uns Ach, wie heißt's denn? Jetzt hör doch mal auf anzurufen. Unsere Rüstung verbessern können. So, ich würde mal sagen, ich suche mich hier noch ein bisschen kaputt und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder vor der Krabbspinne, damit wir uns um die kümmern können. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich ganz, ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch eine Bewertung und oder einen Kommentar da und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.